Herzlich willkommen zu Tante Luise, dem Motorrad-Podcast. Und heute sitzt mir gegenüber, Achtung, Kai. So, das lasse ich jetzt erstmal wirken. Und die, die uns regelmäßiger sehen, werden sagen, irgendwas stimmt da nicht. Jünger, andere Haarfarbe, bisschen kleiner vielleicht auch. Und sag doch mal was, sag mal hallo. Ja, wie gesagt, ich bin Kai. Ein bisschen weniger Haare als der andere Kai. Zumindest von der Länge her. Ja, das stimmt, das stimmt. Und mir ging es jetzt darum, dass auch mal die Stimme, dass ihr die mal hört. Also es scheint nicht der Kai wie sonst zu sein. Nein, ganz im Gegenteil. Auch heute ist es mal wieder so, dass wir uns mal einen Gast eingeladen haben, oder in dem Fall jetzt ich, der dann zufälligerweise auch Kai heißt, Kai Sedlak. Und der darf sich gleich vorstellen. Ich leite noch ein bisschen ein, denn die letzten beiden Male war ich ja wiederum nicht dabei. Und Kai, unser Podcast Kai, hatte dann eben auch hier einen Gast und wir sprachen oder er sprach dann über Rocker, über Motorradgangs und sowas mit Michael Ahlsdorf und das waren zwei mega interessante Folgen und das ist ja dann eher so eine Motorradsparte, eben diese Rocker und da gab es vieles Interessantes zu hören und jetzt haben wir dich hier und wir gehen jetzt auch mal in so eine andere Motorradsparte rein, nämlich dem Cross, dem Motocross. Und du bist ja dann absoluter Profi drin. Ja, und also definitiv, informationstechnisch auf jeden Fall. Okay. Selber Profi früher gewesen, aber fangen wir mal vorne an. Mach mal. Genau, stell dich einfach mal vor und was du so die letzten Jahre getrieben hast. Mach mal bitte. Genau, erstmal danke, dass ich heute hier sein darf. Ja, wo fangen wir an? Also ich selber fahre jetzt, seit ich 5 bin, Motocross, also sehr früh angefangen. Da stellt sich nur die Frage, wie alt bist du jetzt, das ein bisschen einschätzen zu können? Jetzt bin ich 33. Okay. Also gut ein paar Jahre Motorradfahren auf dem Buckel. Ja, Motocross ist einfach meine Leidenschaft schon immer gewesen und bin damit halt auch groß geworden. Bin dann halt früher dann die Rennen gefahren und dann Stück für Stück halt durch die Klassen gegangen. Nein, das geht mir fast zu schnell. Mit 5 hast du angefangen. Wie fängt man denn an? Wie kriegt man diese Leidenschaft irgendwie? War da die Familie beteiligt? Wie ging das los? Genau, mein Vater ist selber früh Motocross gefahren, war dadurch ja sehr fein und hat uns dann damals so eine Yamaha P50 hingestellt. Das ist ja so das absolute Beginner-Motorrad. Mhm. Hat sich, glaube ich, seit gefühlten 20 Jahren nicht verändert. Sieht immer noch 1:1 fast aus. Ja, damit sind wir gestartet bei uns hinten im Garten, einfach ein bisschen im Kreis gefahren und irgendwann hat er uns immer mitgenommen zur Strecke, die bei uns in der Umgebung war. Und von da an gehört halt jedes Wochenende der Motocross-Strecke. Was eigentlich, wo ich selber sagen muss, jetzt zurückblicken, halt nichts Schöneres gibt. Also auch zu dem Zeitpunkt gab es nichts Schöneres, aber wenn man es mit anderen Sportarten vergleicht, man macht halt jedes Wochenende was mit der Familie. Okay. Also was allgemein in dem Sport halt der Zusammenhalt unter den Familien ist, ist halt um einiges größer. Ich vergleiche das immer gerne mit Fußball. Auch wenn die jünger sind, bringst du mehr oder weniger dann deine Kinder zum Training und dann trainieren die ihre Stunde. Beim Motocross ist es einfach so, du fährst gemeinsam zur Strecke hin, weil du als 5-Jähriger natürlich auch nicht zur Strecke kommst, und verbringst halt dann den ganzen Tag auch zusammen halt mit der Familie, ne? Und das hat man halt in vielen anderen Sportarten halt nicht so. Also die soziale Komponente ist auch nochmal eine ganz, ganz andere. Mal abseits davon, genau, und dann hast du da Blut geleckt und bist da gefahren und jetzt hast du gerade schon angedeutet, viele, viele Klassen hast du dann durchschritten. Was bedeutet das genau? Genau, also beim Motocross gibt es ja verschiedene Kopieklassen, die du mit gewissem Alter immer durchfährst sozusagen. Du startest immer mit der 50er-Klasse und danach kommt eine 65er-Klasse, das brauchst du immer die Kubikzahl und dann 85 und ab der 85er-Klasse, das ist dann meistens so, ich sag mal, 11 bis 16, wo du in der 85er-Klasse fahren kannst. Die meisten steigen früher um und dann gehst du halt auf die großen Motorräder ab 125. Und dann war das halt früher so, wie gesagt, jedes Wochenende in der Strecke gewesen. So ist dann halt auch zum ersten Rennen gekommen. Hat dann auch glücklicherweise immer gut geklappt und dann haben wir angefangen Meisterschaften zu fahren und da hat man die ersten Meisterschaften gewonnen und ist dann halt komplett infiziert gewesen. Also nicht nur ich, mein Bruder selber fährt auch immer noch und ja, dann haben wir es halt komplett durchgezogen. Also durch die Klassen, dann in der 85er-Klasse bin ich dann Deutsche Meisterschaft gefahren, Europameisterschaft, an der Junior- und Weltmeisterschaft teilgenommen. Wie alt warst du da? 15. Oh, okay. Und das war eigentlich auch so das Alter, wo man sich mehr oder weniger Gedanken darüber macht, was man halt nach der Schule macht.
Und damals habe ich mir gedacht, es gibt ja nichts Schöneres, als den Traum zu leben. Und dann war das in Ordnung für meine Eltern und dann haben wir gesagt, okay, wir probieren das einfach aus. Und anstatt mal nach dem Schulabschluss eine Ausbildung zu machen, bin ich halt noch Motorrad reingefahren. Stimmt, die Schule muss ja nebenbei auch noch ein kleines bisschen stattfinden. Genau. Wie oft hast du denn in so einer Woche, in einer regulären Woche trainiert und gab es dann auch jedes Wochenende tatsächlich irgendwo ein Rennen? Wie war da der zeitliche Stressfaktor, nenne ich es jetzt ganz einfach mal? Also ich selber komme ja, also wir sind jetzt in Hamburg und ich komme eigentlich noch nördlicher aus Heide. Von daher war es meist, die meisten Strecken sind alle südlich. Also auch die deutsche Meisterschaft ist sehr viel im Süden früher gewesen. EM-Läufe sind meistens seit Spanien, Frankreich, also man ist sehr viel mit dem Auto unterwegs. Dementsprechend ist der Zeitfaktor hoch gewesen für mich. Wo ich im Nachhinein immer frage, ich frage mich, wie meine Eltern das gemacht haben, weil die hatten noch einen normalen Job. Mhm. ja, und dann Schule, ja, unter der Woche konnte man nicht so oft trainieren, zumal, weil auch die Trainingsgegebenheiten hier oben nicht so gut sind, dass du sagst, okay, ich hätte eine Strecke jeden Tag offen, sondern meistens haben die nur mittwochs auf und dann wieder am Wochenende. Dann ist man meistens halt mittwochs gefahren und ja, der Rest der Zeit war man dann halt in der Schule, muss das für die Schule machen. Und am Wochenende war es so, man ist Freitag nach der Schule direkt losgefahren. Wenn es halt ein bisschen weiter weg ist, ist man auch schon mal Donnerstagabend losgefahren. Und dann halt Sonntagnachts wieder nach Hause und teilweise genau an der Schule ausgelassen worden und dann direkt in die Schule gegangen. Ne? Boah. Okay, warst du ein guter Schüler? Ja, okay. Also ich finde, ich war ein guter Schüler, aber ich habe es ja geschafft. Alles gut. Aber mir ging es ja bloß darum, irgendwie mal zu hören, kann man das miteinander vereinbaren, weil eben gerade der zeitliche Faktor so riesengroß ist. Viel fahren, ja genau. Ich meine, die Eltern müssen das dann irgendwie mitmachen, hast du gerade schon gesagt. Jetzt hast du mit 5 Jahren begonnen. Mhm. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich möchte fast behaupten, dass Motocross gerade wie so eine Art Revival, Hype oder sonstiges erlebt. Das kann aber auch sein, dass das gar nicht so ist, sondern immer da war und nur bei der Firma Lewis jetzt vielleicht ein bisschen präsenter ist, aber da kommen wir später noch zu. Was ich aber fragen möchte ist, könnte oder was ist denn ein Alter, mit dem man noch einsteigen kann oder wo du vielleicht auch sagst, pass mal auf bis dahin und nicht weiter, das hat ja auch was mit körperlicher Fitness und sowas zu tun. Ja, also eigentlich gibt es ja keine Altersbeschränkung. Ich meine, jeder Hobbyfahrer, also davon abgesehen, wir alle lieben Motorradfahren und was gibt es Schöneres, wenn man eh schon auf der Straße unterwegs ist und dann am Wochenende noch ein bisschen im Dreck spielen kann. Und da gibt es eigentlich keine Altersbegrenzung. Klar, man muss wissen, wo sein Limit liegt. Man sollte bedacht dran gehen, aber ansonsten würde ich sagen, gibt es ja keine Altersbegrenzung, weil wie gesagt, man macht es jetzt zum Spaß. Die Strecken sind sicher und viele Strecken haben das auch unterteilt, dass es eine schnelle und eine langsame Gruppe gibt, okay, sodass man auch niemanden im Weg sein könnte. Also von daher würde ich sagen, solange man körperlich fit ist, kann man Motorrad fahren. Ne? Das ist schon mal eine sehr, sehr geniale Aussage. Es ist nie zu spät, würde ich nochmal durchzustarten. Vielleicht habe ich auch für mich gefragt und nicht für einen Freund, das kann sein. pass auf. Das heißt, ich muss aber logischerweise irgendwie das Material mitbringen. Und jetzt rede ich mal noch nicht von den Klamotten, die ich dann eben anziehe, sondern irgendwie das Fahrzeug. Na, das muss ich dann haben. Oder gibt es auch Rennstrecken, wo man sich sowas ausleihen kann? Kann ich einfach mal spontan an eine Strecke fahren und sagen, übrigens, ich will mal probieren. Geht sowas? Du hast es ja schon ein bisschen angesprochen, dass es aktuell ein bisschen populärer wird wieder, also Motocross oder allgemein Offroad zu fahren. Hat einmal auch was damit zu tun mit der ganzen Corona-Sache, da wurde ja sehr viel draußen halt gemacht und ich glaube, damit halt auch viele Kinder beschäftigt wurden, wurde halt Kindermotorräder angeschafft und dementsprechend halt am Wochenende dann halt irgendwo entweder auf dem eigenen Gelände oder auch auf Strecken gefahren und deswegen ist allgemein, denke ich mal, gerade zumindest was den Hobby-Spaß-Bereich angeht, geht es auf jeden Fall bergauf mit Motocross und Offroad. Okay, aber nochmal, weißt du, gibt es eine Strecke, wo ich hinfahren kann, ohne dass ich ein eigenes Fahrzeug habe, wo man sich sowas leihen kann? Als Erwachsener eher weniger, dann ist das so, oh, ich kenne einen Freund, möchtest du nicht mehr fahren? Okay, ja. Das ist wohl mal eher so. Ansonsten für Kinder gibt's, wurde mal vor, ich weiß nicht, lass mich lügen, vor 4 Jahren oder 5 Jahren wurde es ins Leben gerufen, die MX Academy, die ist vom ADAC. Die sind immer auf verschiedenen Strecken, jetzt zum Beispiel vom ADAC Schleswig-Holstein unterwegs und dann kannst du mit deinem Kind einen Tag buchen. Und dann gehst du mit dem Trainer an die Strecke und dann wirst du ans Motorrad von rangeführt. Man bringt halt grobe Bekleidung mit, andere Bekleidung bekommt man vor Ort und dann wird man halt an das Motocross von rangebracht. Und das ist erstens auch schon mal gut, weil wie gesagt, der Erstaufwand ist ja erstmal relativ teuer. Motorrad kaufen, dann entweder einen Transporter oder einen Anhänger. Und so kann man erstmal gucken, ob das Kind überhaupt Spaß daran hat oder ob es vielleicht der Motorrad doch zu laut ist oder nicht. Aber spätestens bei E-Motorrädern ist es dann auch wieder egal. Ja, bist du schon mal eins gefahren? Ja.
Auch im Cross-Bereich oder jetzt nur auf der Straße? Das ist ein bisschen länger her. Also die neuen Cross-Motorräder, die elektrischen bin ich noch nicht gefahren, aber die Freeride von KTM, damit bin ich mal ein bisschen in Frankreich unten gefahren. Das hat ganz viel Spaß gemacht eigentlich. Cool. Und außer jetzt mal vom Geräuschniveau, was dann plötzlich fehlt, ist das anders? Ja, also du sagst gerade, das Geräusch fehlt halt. Man hört halt viel mehr andere Sachen. Man hört den Dämpfer, man hört die Kette. Das ist eher, wo man sich ein bisschen dran gewöhnen muss. Aber ansonsten ist es ja, ich denke mal einfach nur, die Zukunft oder der Fortschritt, der kommen wird, ne? Mit sehr viel anderen Varianten. Gerade Motocross-Strecken haben ja eh Probleme mit Geräuschkulissen. Da bietet das halt mit E-Motoren eine ganz andere Chancen dann. Das finde ich schon mal gut. Gut, aber wir sind bei dir noch gar nicht fertig. Verschiedene Läufer hast du dann, ja, verschiedene Meisterschaften gewonnen und so weiter und so fort. Ich habe hier noch was online über dich gefunden. Hier steht irgendwas mit 21 Länder, 5 Kontinente. Ja, ich hab das hol mal noch ein bisschen aus. Ich habe das gestern probiert, noch ein bisschen so auf die Kette zu kriegen. Also mittlerweile sind es ein paar mehr Länder auch. Ich glaube, irgendwie sind wir bei 25, 26. Das ist halt die andere gute Sache, die ich halt durchs Motorrad von hatte. Ich durfte die ganze Welt bereisen. Ich bin mehrmals an der chinesischen Meisterschaft gefahren, da ist man halt rübergeflogen, Einladungsrennen. Ich meine, China wäre nie so ein Land, wo ich sagen würde, möchte ich unbedingt mal Urlaub machen. Oder wäre nicht mein erstes Reiseziel, sage ich mal so. Aber so war es ja echt schön, dass ich eigentlich die ganze Welt bereisen durfte. Und so aus Versehen nebenbei mehr oder genau, aus Versehen nebenbei durfte ich die ganze Welt eigentlich sehen. Und wie gesagt, einfach mein Traumleben dann in dem Fall. Geil. Also das heißt, wenn man da, oder in dem Falle du, eingeladen wurdest, dann heißt das ja schon was. Also wird ja wahrscheinlich nicht Hinz und Kunst eingeladen. Genau, also das war natürlich so, wie gesagt, also das war dann 2007 oder 2006 ist mein Bruder das erste Mal nach Dubai gegangen. Da war es halt noch komplett anders, als wenn man es heutzutage sieht. Heutzutage sind es ja riesige Bauwerke, damals war es auch schon, aber damals so ein paar wenige oder weniger. Und dann sind wir 2007 nochmal da gewesen und das war so eigentlich für mich das erste Mal, wo ich dann eingeladen worden bin, wo wir dann ein bisschen weiter weg von zu Hause waren, also jetzt nicht europäischer Raum, sondern halt dann wirklich mal in den Nahen Osten darüber geflogen und ein komplett fremdes Motorrad bekommen, Setup-mäßig unterwegs gewesen, als ich selber war, als ich drüben war, dann 17, da gab es noch eine coole Geschichte zum Flughafen. Da wollten wir nicht rüberfliegen und dann bin ich durch die Grenzkontrolle gegangen und dann meinten die zu mir, ja, ob ich ein Schreiben von meinen Eltern habe. Und ich sag so, für was brauche ich ein Schreiben für meine Eltern? Ja, du könntest ja jetzt von zu Hause wegrennen. Hm. Und dann habe ich halt selber nur gesagt, naja, ich glaube nicht, dass Dubai jetzt das günstige Land ist, um wegzurennen. Dementsprechend musste mein Vater nochmal umdrehen und musste dann halt nochmal bei der Grenzkontrolle ausweisen, dass wir wirklich darüber fliegen und wir nicht von zu Hause weggehen. Verstanden. Okay. Interessant, aber du hast gerade gesagt, das Motorrad wurde dir dann bei verschiedenen Rennen dort auch gestellt, also du musstest da nichts Eigenes mitnehmen. Genau. Setup, das heißt, du musstest dann schon noch ein bisschen auch mal Probe fahren und sagen, okay, das muss noch nachgestellt werden, damit es meinen Ansprüchen genügt? Genau, also je nachdem, wo wir hingeflogen sind, wenn wir wussten, wir haben ähnliche Motorräder wie zu Hause, dann haben wir Parts auch mitgenommen, also Fahrwerke und meistens eher später einfach nur noch Lenker, dass zumindest der Lenker drauf ist und der Lenker die gewöhnte Kröpfung hat. Ah, okay. Aber ansonsten bist du halt hingegangen und dann bist du erstmal testen gegangen, hast das Setup vom Bike gemacht und dann ja, je nachdem, wie viel Zeit eingeplant worden ist von den Promotern, die dich eingeladen haben. Teilweise saß du halt dann das erste Mal auf dem Motorrad, wenn das erste Training war. Und dann hast du festgestellt, okay, das Motorrad funktioniert nicht so gut, wie es eigentlich funktionieren sollte. Ne? Also gerade wenn ich bin halt dann relativ oft nach Asien geflogen und gerade da waren die Bikes dann schon ab und zu mal ein bisschen sketchy, wenn du halt rübergegangen bist. Wo du hast, okay, ganz so, wie man das gewohnt hat, ist das jetzt hier nicht vom Service. Oh, okay. Das heißt, du musstest oder umgedreht, du konntest sehr oft wahrscheinlich das Fahrzeug gar nicht auf dich einstellen, sondern du musstest dich auf das Fahrzeug einstellen. Genau, also man geht da drüber, macht dann so ein bisschen, stellt den Durchgang ein, ein bisschen Druck und Zugstufe vom Fahrwerk, aber großartig mehr kannst du halt auch nicht machen. Und dann musst du dich halt einfach den Gegebenheiten anpassen. Und warst trotzdem erfolgreich. Ja, also wie gesagt, gerade bei diesen Einladungsrennen ist halt ein riesengroßer Spaßfaktor einfach von den Rennen her. Meistens, also gerade in China war das so, da wurden immer zwei Leute aus Deutschland eingeladen, zwei Leute aus Australien, Frankreich, Italien. Okay. Und dann, das war praktisch zwei oder dreimal im Jahr,
die chinesische Meisterschaft Gastfahrer eingeladen und dann haben sie halt wirklich so aus ein paar Ländern immer zwei Fahrer geholt und dann war es an sich auch immer eine ganz coole Crew, die halt dann unterwegs waren, weil sie haben alle zusammen im selben Hotel gepennt und dann dementsprechend halt auch gereist. Wir sind immer nach Peking geflogen und von Peking teilweise dann entweder mit dem Bus oder nochmal weitergeflogen, wo die Strecke dann ist, weil die war natürlich nicht direkt in Peking. Nochmal, du bist 33, hast du gesagt. Okay, hast vieles erlebt, alles klar. Deine Klamotten musstest du aber, oder hast du da Teile mitgenommen oder wurden die auch gestellt dann vor Ort? Ausrüstung. Was man eigentlich immer mitnimmt, ist halt einfach der Helm, Stiefel, also die Hauptprotektoren, die nimmt man mit. Je nachdem, wie man gerade halt Klamottenverträge hat, nimmst du deinen kompletten Satz halt mit, weil du dafür halt Werbung machst. Ja, klar. Man hat halt dann eine riesengroße Tasche, so ein Gearbag nennt sich das. Und da passt halt alles rein. Hat dann, wenn alles drin ist, hast du auch schöne 25 Kilo. Soll Handgepäck, dann Handgepäck ist nicht mehr. Ich nehme dann immer den Helm ins Handgepäck sozusagen. Und das ist dann meine Handtasche, weil heutzutage ist ja Handgepäck auch nicht mehr bei jedem frei, aber so ein Helm als Handtasche geht noch durch. Ja, und dass die den irgendwie im Frachtraum vom Flugzeug irgendwie hin und her schmeißen, ist auch nicht so geil. Nee. Gut, jetzt hast du gesagt, Fahrwerk einstellen, Zugstufe, Druckstufe, bla bla bla. Das heißt, machst du das dann selbst? Also wie groß sind deine Schrauberfähigkeiten? Okay, ja, kommen wir zum Thema. Also die Basics, die kriege ich alle hin, ne? Also sagen wir auch mal Kupplungswechsel, aber alles, wo da dann der Motor aufgemacht wird, da hört es dann auf. Ne? Also beim Zweitakt, da geht es ja noch, da ist noch relativ entspannt mal ein Kombiwechsel oder so, aber beim Viertakt da, wenn du dann die Steuerkette abmachen musst, die Nockenwelle runter und so, dann nee, da gehe ich dann lieber zu meinem Vater. Der ist dann dein Mechaniker. Ja, genau, also heutzutage ist es so, gehe ich hin, dann nehme ich mein Motorrad mit und selbst wenn es nur kurz, ich sage, oh, ich will nur kurz bei dir Reifen wechseln, dann sagt er, oh, wenn du eh schon hier bist, dann können wir doch direkt nochmal Ventilspiel checken oder dies und das. Und dann werden aus 30 Minuten Werkstatt 2 Stunden. Ja. Hat aber auch wieder was Soziales. Genau, ne? Genau. Genau, sehr schön. Jetzt hast du es gerade angesprochen und ich frage hier wirklich als absoluter Laie. Natürlich weiß ich, was ein Zwei- und was ein Viertakter ist, aber gerade in diesem Motorsport da beim Crossfahren, was ist der Vorteil? Also von der einen Variante und von der anderen? Sagen wir mal so, also heutzutage ist es einfach so, dass der Viertakter eine bessere Leistungsentfaltung hat, wobei ein Zweitakter ein schlechteres Drehzahlband hat. Und die Kindermotorräder sind alle noch Zweitakter. Mhm. Da gab es keine irgendwie so eine Entwicklung, dass man sagt, okay, wir gehen auf Viertakter, das ist weiterhin alles Zweitakter. Und aber alles ab 125er, was halt, okay, eine 125er gibt es noch zu kaufen. Aber eigentlich fährt man das heißt ja eigentlich MX2-Klasse, fahren eigentlich alle Viertakter. Und dann ist es 250 Viertakter, fährt halt immer mit 125ern zusammen. Und dann gibt es halt noch die MX1, ist dann halt die 450er-Klasse. Und da fahren jetzt 250 Zweitakter halt mit. Okay. Aber ja, einfach von der Leistungsfreiheit viel bequemer, also nicht bequemer zu fahren, ich sag einfacher zu fahren, ne? Also gerade welches jetzt? Der Viertakter ist einfacher zu fahren, vom Drehmoment her. Man sagt immer, auf dem Zweitakter lernt man fahren, weil du hast halt keine Motorenbremse, ist halt ein bisschen handlicher, man lernt halt viel mehr Schwung mitzunehmen in die Kurven, weil halt nicht das Drehzahlband so da ist, dass du halt immer das Motorrad auf Zug hältst. Das lernt man auf einem Zweitakter und dann, wenn das dann klappt, dann gehst du eigentlich auf einen Viertakter. Deswegen das erste Jahr, nachdem man vom 80er gefahren ist, fährt man meistens nur auf einen 20er und dann geht man erst auf einen Viertakter, so 50 Viertakter. Also langsam rantasten und die Erfahrungen vom Zweitakter dann auf den Viertakter mit rübernehmen und dann kannst du sehr gut fahren, sage ich jetzt. Genau, obwohl ich sagen würde, wenn jetzt einer anfängt, Motorrad zu fahren, also wenn du jetzt fahren möchtest, würde ich dir eine 250 Viertakter empfehlen, weil es einfach einfacher ist. Also man lernt zwar schnell zu fahren auf dem Zweitakter, aber normal Motorrad fahren oder Motocross fahren oder Offroad fahren ist einfacher auf dem Viertakter. Okay. Normal fahren, genau. Fährst du denn eigentlich auch normal? Also auf der Straße? Ich habe immer gesagt, also ich habe keinen Führerschein. Ich bin auch noch nie wirklich auf der Straße gefahren. Aber mittlerweile, früher habe ich immer gesagt, das ist zu gefährlich. Also nicht, weil ich selber denke, oh, ich würde jetzt zu sehr Harakiri fahren oder so, weil ich weiß aus dem Motocross-Sport, dass ich nicht unverwundbar bin. Es war eher mehr so, dass ich ja nicht einschätzen kann, wie andere Leute fahren. Und deswegen habe ich immer gesagt, okay, Straße möchte ich nicht fahren. Aber jetzt langsam hätte ich echt Lust auf so einen Kaffee-Racer, so ein bisschen zu cruisen. Hört sich gut an. Also da gibt es eine ganze Menge schicke Modelle. Ja, genau. Ne? Genau. Jetzt hast du es gerade gesagt, genau, du bist nicht unverwundbar. Was hat denn am meisten mal wehgetan? Ja, von bis, also ein Oberschenkelbruch tut schon gut weh. Okay. 2010 bin ich in den Staaten gefahren. Das war auch ein bisschen so, wo dann
das Ganze ein bisschen gekippt ist. 2010 habe ich mich in Amerika verletzt und die Verletzung war ein bisschen intensiver, da habe ich meinen Arm ein bisschen komplizierter gebrochen und da hatte ich auch eine relativ lange Pause. Und ich würde sagen, Oberschenkel und der kompliziertere Armbruch, das war so das, was am meisten weh tat. Okay, reicht auch schon wieder, weil die Bilder hat dann irgendwie, jeder hat so ein Kopfkino und eine Vorstellungskraft, das ist genug. Genau. Gut. Du hast gesagt, deine Eltern haben dann eben auch gesagt, nach der Schule, dann mach doch erstmal das. Das heißt, du konntest auch sehr gut davon leben, höchstwahrscheinlich. Ja, man muss dann sagen, also Motocross ist ja kein Sport, also es ist Randsportart. Ne? Also es gibt wenige Menschen, die gut damit Geld verdienen, aber die Chance war da, seinen Traum zu leben. Und ich sag mal, erzähl mal einen 16- oder 17-Jährigen, du kannst Motorrad fahren, musst halt trainieren und ja praktisch alles dafür geben und das ist das, was du machen musst. Und du kommst halt erst einmal, klar, zu dem Zeitpunkt habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt, und man kommt halt über die Runden so in dem Fall. Dann lebt man seinen Traum und erstmal ist das gut und die Option ist ja da, mehr Geld zu verdienen. Ja. Ist auch natürlich immer abhängig von Gönnern bei solchen Sachen. Also Sponsoren. Sponsoren, so genau. Ja. Sponsoren meistens die außen, die praktisch aus dem Sport kommen. Sagen wir, das ist meistens nicht da, wo das Geld herkommt, sondern eher von Unternehmen, die gar nicht wirklich was mit dem Sport zu tun haben. Okay. Die aber als Werbefläche dann eben auch so. Wie gesagt, deswegen habe ich eher Gönner gesagt, weil das sind meistens die, die einfach, die dich als Person cool finden und einfach Lust damit haben, die Reise mit dir zu gehen. Ne? Geil. Die kommen dann zu manchen Events mit hin oder mit denen fliegst du dann zum Rennen hin. Und ich würde mal sagen, da hatten wir echt nette Personen, die wir kennengelernt haben und auch welche, die uns echt super stark unterstützt haben, die es möglich gemacht haben damals. Hört sich sehr interessant an und andererseits komme ich nochmal auf das zurück, du wärst nicht eingeladen worden, wenn du nicht gut gewesen wärst und die Gönner hätte es wahrscheinlich auch nicht gegeben, wenn du nicht gut gewesen wärst und muss man ja auch als Typ zusammenpassen höchstwahrscheinlich. Genau. Ich meine, gerade heutzutage, ich meine, wir wissen es alles, was mit Influencern halt geht, man muss halt eine Person sein, die Menschen halt nett finden und dementsprechend kommt man halt dann auch bei Sponsoren an oder halt nicht. Ne? Und man vermarktet ja, wenn es jetzt ein Produkt ist, was aus dem Sport kommt, vermarktest du ja meistens ein Produkt mit. Wenn man selber unsympathisch wäre, wird auch keiner das Produkt kaufen, was du gerade hast oder so. Also du bist erstmal das Produkt, du musst dich erstmal selbst vermarkten. Genau, erstmal musst du dich selbst verkaufen. Ja, genau. Sehr geil. Sehr interessant, wirklich sehr, sehr interessant. Genial. So, jetzt sitzt du aber auch nicht umsonst hier und hast auch einen Louis-Pulli an. Denn jetzt ist mir erstmal die Frage, bevor ich darin oder dahin überleite, fährst du jetzt noch aktiv? Genau, also ich fahre immer noch aktiv, aber nur zum Spaß mehr oder weniger. Ich coache immer noch ein bisschen. Mhm. Also gerade halt die letzten Jahre war ich immer noch relativ viel in Afrika zum Coachen. Das ist ekelhaft da, ne? Oder? Das ist echt schön da eigentlich. Ja. Ich war immer in Ostafrika und da gibt es echt viele grüne Länder. Ich hätte selber nicht gedacht, dass Afrika so viel Grünfläche hat, aber das ist echt schön da drüben, muss man wirklich sagen. Okay, der andere Kai würde sagen, ist ihm doch immer noch zu kalt da. Aber zu kalt. Ja, mit Sicherheit. Coachen, was heißt das? Du lernst dann kleinen Steppkes irgendwie das Fahren oder auch Erwachsenen? Oder? Ja, vom Biss, ne? Also praktisch Einsteiger oder auch Erwachsene. Also wir haben ja mehrere ambitionierte Clubs, die hier oben sind. Einmal halt der MC Albersdorf, MC Tänzfeld oder auch hier der MC Mölln. Und dann gibt es halt immer vom Verein her, dass sie halt Trainer holen und dann an die Jugend rangebracht werden. Dass halt die Kinder im Verein halt einfach auch lernen, die Technik zu beherrschen auf dem Motorrad und dementsprechend auch viel sicherer unterwegs sind und das Risiko auch geringer ist. Ne? Hört sich vernünftig an. Wobei ich da auch wieder dabei bin, wir hatten ja auch schon mal verschiedene YouTube-Videos, da ging es dann um Rennstreckenfahren, das krasse Gegenteil jetzt von dem, was du machst. Und da nimmt man ja auch mal was auf die Straße mit. Jetzt fährst du nicht selbst auf der Straße, aber was glaubst du denn, was du vom Motocross auf die Straße mitnehmen würdest? Also diese Sicherheit und Bedienung des Fahrzeugs logischerweise, da musst du mit Sicherheit nicht drüber nachdenken, was du da machst. Genau, ich glaube eher so ein bisschen das vorausschauende Fahren. Mhm. Ich glaube, viele Leute, die auf der Straße fahren, weil man halt im Winter auch eine lange Pause hat, sind am Anfang sehr, sehr überwältigt von den ganzen, weil es ist ja schon richtig anstrengend, was man eigentlich gleichzeitig koordinativ machen muss. Also bremsen, kuppeln, Gas geben, ist relativ viele und viele sind, glaube ich, am Anfang überfordert und deswegen ist halt, wenn man Routine hat, das um einiges einfacher und ich glaube, vorausschauendes Fahren, weil gerade auch wenn du auf einer Motocross-Strecke bist, du guckst ja nicht nach vorne auf dein Vorderschutzblech, aufs Vorderrad, sondern immer voraus, weil es kann ja auch immer irgendwo einer liegen oder eine gelbe Fahne draußen sein. Ich glaube, das ist das, was mir auf der Straße auch mit am besten liegen würde. Würde ich nicht immer über jede rote Ampel fahren.
Okay. Also du guckst zur übernächsten, aber gut, dann hast du zu weit geschaut. Alles klar. So, und jetzt bist du verdammt nochmal bei uns. Genau. Das heißt, was ist jetzt dein Job bei uns? Ja, letztes Jahr war ich auf der Suche oder wollte mich praktisch anderweitig orientieren und da habe ich gesehen, dass Louis einen Motocross-Einkäufer sucht für die Technik. Das war genauso ausgeschrieben? Ja, Motocross-Einkäufer Technik. Okay. Und ich dachte erstmal, Moment mal, so. Erstmal natürlich angeklickt und dann habe ich die Jobbeschreibung gelesen und habe gedacht, eigentlich hätte es nicht besser passen können von der Jobbeschreibung her. Und dann stand da noch drin, am besten auch noch aktiv unterwegs sein und ich denke so, eigentlich passt das perfekt so. Und dann, ja, beworben und jetzt bin ich im Einkauf seit dem 1. Oktober und stelle praktisch in der Technik das Sortiment zusammen, weil ja, wir fahren ja bei Louis jetzt aktuell mit, im Motocross-Offroad-Bereich so eine große Offensive und bauen das Sortiment aus. Und alles, was um die Technik geht, da entscheide ich praktisch, was ins Sortiment kommt und was nicht ins Sortiment kommt. Boah, wie geil ist das denn? Ja. Da reden wir jetzt gleich sehr explizit drüber. Ich kann dir sagen, das war, glaube ich, ein schwerer Weg bis dahin. Ich bin jetzt auch schon ein paar Tage in dieser Firma und ich weiß, dass immer wieder mal aus den Filialen heraus, logischerweise die Stimmen kommen ursprünglich von unserer Kundschaft, gesagt wurde, wir haben einfach viel zu wenig in diesem Cross-Segment, in diesem Cross-Bereich, egal ob das jetzt die Klamotten betrifft oder dann eben logischerweise auch die Technik. Und wir haben das mal über Jahre lang versucht, also gerade im Bekleidungsbereich mit einer eigenen Marke, die wir da hatten, die hieß da eben mal Madhead und war auch nicht verkehrt, aber komme ich jetzt gleich mal zur nächsten Frage. Das war, ich glaube, wir waren da ein bisschen zu langweilig oder zu wenig mutig. Und was sind denn oder was waren, je nachdem, deine, wir sind jetzt bei Bekleidung, Lieblingsmarken und warum? Also klar, es gibt halt einfach die Cross-Standardmarken, die riesengroß sind. Darunter fällt einfach Fox. Mhm. Fox kennt mittlerweile jeder, machen mittlerweile auch Golfklamotten. Also ja. Fox kennt jeder und Fox ist ja mittlerweile auch bei uns im Sortiment, schon seit mehreren Jahren jetzt. Alpine ist halt sehr stark vertreten, einfach meistens von den Stiefeln her, sorgen da einfach für Sicherheit. Und ja, mit Fox, Alpine ist da. Und O'Neill ist auch noch da. Ja, O'Neill ist noch da. O'Neill ist auch jetzt sehr groß geworden. Also früher war das also sagen wir 2009 war es noch nicht so groß, aber jetzt in den letzten Jahren haben die auch sehr viele gute Fahrer unter Vertrag genommen. Eigentlich auch so mit einer der schnellsten Franzosen, Marvin Mosquin in Amerika. Also O'Neill hat echt viel gemacht in den letzten Jahren. Cool. Und alles auch bei uns. Das ist ja, hey, das ist das Geniale, dass wir unser Sortiment da ausgebaut haben und wir haben uns die geholt, die es eh schon können. Also wir müssen das genau. Rad an der Stelle nicht neu erfinden. Die Spezialisten gibt es da draußen. Genau, und du hast die drei großen gerade genannt und da haben wir ein riesiges Sortiment in dieser Hinsicht. Kann sich jeder einfach mal umgucken. Und jetzt aber zu deinem Job und dann sind wir eben in der Technik. Was brauche ich denn, wenn ich Crossfahrer bin, anders als wenn ich Straßenfahrer bin im Technikbereich? Technikbereich ist ja einfach so, Verschleißteil ist ja um einiges höher im Motocross-Bereich als auf der Straße. Wir haben gerade jetzt die Jahreszeit ist die, wo die Strecken alle nass sind. Mhm. Dementsprechend hast du einen Bremsbelagverschleiß, Kettenverschleiß, Kettenräder, also Ritze allgemein. Das ist halt was sehr oft gebraucht wird beim Motocross. Dementsprechend, was jetzt auch neu dazu gekommen ist, für Kindermotorräder, wo wir erweitern ja eh das Sortiment jetzt um Kindermotorräder, sind halt Kolben, die auch dazu gekommen sind, weil gerade zum Thema Zweitakter zurück, bei so einem Zweitakter, da wechselt man um einiges öfters den Kolben als beim Viertakter. Warum muss man das eigentlich tun? Fürs Verständnis. Natürlich, wenn der Kolben, die Drehzahlen dementsprechend hoch sind, hat der Kolben einen Verschleiß, ist der Kolben zu verschlissen, kannst zum Kolbenkipper kommen, dementsprechend hast du einen Kolbenfresser. Motor kaputt, dementsprechend solltest du vielleicht noch einen neuen Zylinder kaufen. Um das vorzubeugen, wechselt man rechtzeitig einen Kolben, damit man das Problem halt nicht hat. Nach gewissen Betriebsstunden dann logischerweise. Genau. Also auch je nachdem, nach Fahrart, also je nachdem, wie gut du fährst, kannst du einen Kolben nach 7 Stunden wechseln oder nach 25, also. Okay. Und wir reden von 7 Stunden Einsatz und das ist viel. Das ist tatsächlich unter Umständen viel, je nachdem, wie lange man halt trainiert und fährt. Genau, und also ja, was ist in 7 Stunden? Ne? Ich meine, wenn du am Wochenende fahren gehst. Dann ist wahrscheinlich schnell erreicht. Ne? Genau, dann hast du eigentlich, sagen wir, du fährst 5-mal, dann hast du auf jeden Fall mindestens über eine Betriebsstunde auf den Samstag dann. Ne? Mhm. Und dann summiert sich das. Und wenn dann Leute halt Samstag, Mittwochs und noch sonntags fahren, dann geht das relativ schnell. Ja, da hat man einfach auch viele Schraubertätigkeiten. Genau, das gehört ganz einfach mit dazu. Genau, das ist ja das Schöne an der ganzen Sache. Also es ist nicht nur die Sache am Wochenende. Nein, okay, ich sag mal jetzt, Luftfilter waschen war nie meine Leidenschaft. aber wie gesagt, jetzt nach dem Fahren halt das Bike wieder fertig machen, in der Werkstatt stehen, ein paar Sachen machen. Ist ja auch irgendwie,
was, wo man abschalten kann. Ich würde gerade sagen, so ein bisschen runterfahren, genau. Meditieren beim Kettenwechsel oder genau, so. Genau, genau. Gut, wie lange hält denn dann, ich weiß, das kann man niemals pauschal sagen, aber Bremsbeläge, Kette, du hast gerade gesagt, unterliegen einem deutlich höheren Verschleiß. Wann muss ich die dann wechseln? Kommt immer darauf an. Erstens kommt darauf an, was du für Komponenten verbaust. Klar, du kannst dir ein Kettenrad kaufen, was irgendwie 15 Euro kostet oder so. Wenn du ein gutes Kettenrad kaufst, kannst du auch länger fahren. Und am besten ist das so, wir haben ja zum Beispiel von AFAM die Kettenräder. Mhm. Da ist Kette, Kettenrad und Ritzel aufeinander abgestimmt. Das hast du bei anderen Herstellern halt nicht. Und dementsprechend arbeitest du doch viel besser zusammen. Ne? Okay. Und dann hast du halt auch mal, dass du ein Kettenrad, wie oft, je nachdem, wie oft du fährst, aber ich würde sagen, wenn du Hobbyfahrer wechselst du alle 3 Monate dann halt dein okay. Kettenrad, also wettertechnisch abhängig und wie viel Stunden du halt fährst dann. Und dennoch, da hört man schon den Wechselintervall anders als beim Straßenfahren. Genau. Ne? Ganz, ganz anders. Gut. Jetzt eine Praxisfrage. Wenn ich jetzt an Motocross denke, hast du selber schon gesagt, egal wie das Wetter ist, aber es ist irgendwie dreckig, mhm. manchmal auch nass und dreckig und mit Sicherheit auch oftmals viel, viel Sand unterwegs und Kette schmieren, ja oder nein? Kommt immer drauf an, ne? Also was du vor allem für ein Kettenspray drauf machst. Du kannst natürlich auch ein Kettenspray drauf machen, dass das kommt erstmal der komplette Staub dann backt oder auch der Schlamm drin backt. Das eher weniger. Wichtig ist halt einfach, wenn es halt nass ist, und du nach deinem Turn die Kette trocknet, dass man sie dann halt einmal abwürstet und dann wieder mit Kettenspray einsprüht und wie gesagt, da eher mit ja, normalen Dry-Kettenspray nennt sich das. Diese, ja diese Teflon-Geschichten, die nicht anhaften. Ne? Genau. Das, halt, das passt dann um einiges besser. Ne? Genau, so ein klebriges Kettenspray macht nur eins, paniert die Kette dann genau. und dann hast du so einen Schnitzel da hinten. Genau, und dementsprechend wird es halt auch straffer. Ne? Gerade wenn wir oben im Sand fahren, mhm. Setzt sich halt die Sandkörner dazwischen und umso straffer wird die Kette halt dann auch von der Kettenspannung. Leuchtet auch wieder ein. Okay, wieder zurück zu, was brauchen wir noch im Großbereich, was genau. du jetzt ins Sortiment natürlich auch langsam mit einpflegst. Genau, was wir auch sehr viel aufgenommen haben, sind Produkte von der Cherbis. Acerbis sind ja in dem Fall die Plastikteile meistens. Okay, wir selber sitzen jetzt auf einer Acerbis-Umweltmatte. Also heutzutage braucht man auf einer Rennstrecke eigentlich immer eine Umweltmatte unter dem Motorrad. Einfach damit halt die Richtlinien gegeben sind. Und naja, ist ja auch mal besser, wenn doch mal ein bisschen Öl verkippt auf der Rennstrecke ist, eine Matte drunter. Von Acerbis, wie gesagt, haben wir dann die Plastikteile aufgenommen. Da haben wir jetzt eigentlich für jedes gängige Motorrad, haben wir jetzt die Plastikteile auch auf Lager in verschiedenen Farben. Also wir reden von Handprotektoren zum Beispiel. Ja, Handprotektoren hatten wir ja schon zuletzt relativ viel, ne? Mhm. Aber jetzt haben wir wirklich die kompletten Kits. Also wenn du sagst, okay, ich habe jetzt eine grüne Kawa und ich möchte die jetzt türkis machen oder schwarz, dann kannst du dir jetzt dein Motorrad bei uns komplett umgestalten. Das ist mal richtig genial, okay. Genau. Also davon haben wir jetzt viel dazu bekommen. Da haben wir Cycra Number Plates mit dazu bekommen. Cycra ist auch eine Plastikteilmarke. Das ist mehr so ein cooles Faktor, das ist ein kleines Goodie, was du vorne ranbaust, ist deine Gabel nochmal ein bisschen mehr geschützt. Die haben wir auf jeden Fall im Sortiment und dann Da kommt die Startnummer normalerweise okay. vorne drauf, genau, deswegen Numberplate. Ansonsten von Twin Air, halt Filter jetzt im Sortiment oder auch Powerflow Kits. Powerflow Kits, klar, die bringen halt nicht nur ein bisschen mehr Leistung auf einer Strecke, teilweise macht das aber auch einfacher, den Liftfilter zu wechseln. Okay. Und deswegen haben das halt viele und dazu halt auch den Waschdeckel, dass du dementsprechend, wie gesagt, beim Motocross schmierst du halt deine Luftfilter ein, dementsprechend sieht dein Luftfilterkasten auch gut mal aus und mit so einem Luftfilterwaschdeckel machst du drauf und dann kannst du auch den kompletten Luftfilterkasten auskärchern, ohne dass du den Motor unter Wasser setzt. Ah, okay. Und das ist dann eben ein auswaschbarer Filter, das heißt, du schmeißt ihn hinterher nicht weg, sondern du machst ihn sauber, ölst ihn wieder ein, baust ihn wieder ein und los geht's. Genau. Das wird dann, heutzutage gibt es sogar Reiniger, die du mit in die Waschmaschine packen kannst. Mhm. Wo ich glaube, würde ich meine Filter in der Waschmaschine reinigen, würde meine Freundin mich umbringen. Brauchst du dann schon eine zweite Waschmaschine? Genau. Ja, okay. Aber wie gesagt, die werden gereinigt und dann kannst du wieder benutzen. Also im Normalfall hast du eigentlich immer 3-4 Filter liegen, dann kannst du das Waschen auch ein bisschen aufschieben. Mhm. Das leuchtet auch ein. Muss ja auch schnell gehen dann. Ich wollte gerade sagen, ne? Willst ja fahren und nicht die ganze Zeit schrauben. Okay. Was noch? Achso, genau, was noch dazu kommt. Wir haben noch Auspuffanlagen, haben wir angefangen mit Agrapovic. Agrapovic ist ja eh so einer der Marktführer, man kennt es auch auf der Straße. Dafür haben wir jetzt auch für die gängigen Motorräder die Auspuffanlagen da. Wir werden das Sortiment natürlich noch ergänzen. Also Pro-Circuit wird noch mit aufgenommen. Lass uns mal ganz kurz bei Agrapovic bleiben. Du hast vollkommen recht. Das ist so der gängigste, den Namen hat irgendwie jeder und diese Gabel oder sowas da so im Kopf. Das sind keine Schnäppchen, das muss man einerseits genau. mal sagen. Warum sollte ich mir so ein Ding an eine Crossmaschine ranbauen?
Das Schöne an der ganzen Sache, wie sich alles entwickelt hat, auch mit Instagram, ist halt einfach, jeder möchte heutzutage natürlich auch ein bisschen cool sein, aber der Hauptfaktor ist natürlich, so eine Auspuffanlage ist ja nochmal anders auf der Straße. Auf der Straße hast du es wegen dem Sound maßgeblich. Und natürlich hast du auch den Zuwachs von der Leistung, aber auf einer Motocross-Strecke kannst du halt die Leistung von so einem Auspuff ganz anders nochmal umsetzen. Also du kannst deine Fahrtechnik anpassen, dementsprechend andere Gänge in den Kurven fahren, weil das Motorrad ganz anders durchzieht. Ne? Der Nachteil ist, man wirft auch gerne mal ein Motorrad weg und dementsprechend kannst du darauf wollte ich hinaus, genau. musst du auch mal einen Ersatzauspuff kaufen irgendwann. Okay. Das ist natürlich bei einer Agrarfurt schon ein bisschen ärgerlicher, aber hey. Nein, das verstehe ich. Ich wollte aber den Mehrwert, und den hast du gerade genannt, dass eben auch durch die Auspuffanlage die Fahrweise sich tatsächlich dann ändern kann. Hatte ich so nicht auf dem Schirm, aber finde ich hochinteressant. Genau, also gerade bei den kleineren Motorrädern, also so eine 250 Viertakter, da hast du halt auch nochmal, weil die gibt ja eher im oberen Drehzahlbereich die Leistung ab. Und wenn du da eine gewisse Auspuffanlage wie der Grabwutsch oder so dran hast, dann dreht das Motorrad halt nochmal um einiges höher. Ne? Und dann sind die Schaltpunkte auch ganz anders. Und dann bist du wieder weiter vorne. Dann bist du wieder weiter vorne, genau. Sehr gut. Und auf Fotos auch der coolste. Du hast viele schöne Fotos, richtig? Nicht so viele, wie ich gerne hätte, ne? Okay. Alles klar. Also Auspuffanlagen, Plastikteile, Numberplates, finde ich cool. Genau, und dann, wie gesagt, also von Braking haben wir dann die Bremsscheiben und Bremsbeläge dabei. Bremsscheiben ganz einfach auch, da haben wir so eine Oversize-Bremsscheibe im Programm. Da gibt es einen Adapter dann dafür. Durch diese Oversize-Bremsscheibe hast du halt einen ganz anderen Druckpunkt. Also die hat einen größeren Durchmesser als die Originale? Genau, die hat einen größeren Durchmesser, hat dann 270er Durchmesser und hast einen anderen Druckpunkt und das Motorrad kommt halt viel schneller zum Stehen. Ne? Also, das heißt, du hast gerade gesagt Adapter, weil ich muss ja auch den Bremssattel dann wahrscheinlich... Genau, weil das wird halt so, das bestellst du zusammen, Oversize-Bremsscheibe mit dem passenden Adapter und dann, wenn du das erste Mal damit fährst, dann weiß man erstmal, was das für ein großer Unterschied ist zu einer Originalbremse. Also... Wie gesagt, man unterschätzt das echt, aber das ist gerade bei den japanischen Motorrädern, wo ich sagen muss, da sind die Bremsapparaturen ein bisschen schwächer als jetzt bei den Österreichern, da merkt man das echt extrem. Auch interessant, dass es sowas gibt, aber da haben wir ja den riesen Vorteil, das sind ja alles Sachen, die nicht auf der öffentlichen Straße bewegt werden, das heißt, da brauche ich keinen TÜV, kein gar nichts, oder? Genau, das ist der Vorteil allgemein, als ich angefangen habe, alle meinen am Anfang, ja, du musst darauf achten, dass die TÜV haben und ich sage, nee, ist abgesperrtes Gelände, das ist erstmal völlig egal, was wir haben, ja. Da sind wir nicht beim nächsten Thema, wir nehmen ja Hahnwirts auch ins Sortiment auf, Hahnwirts sind... ja, so erstmal stärkere Felgen, weil gerade beim Motocross springst du ja viel, dadurch sind die Felgen unter Belastung oder auch durch die Schlaglöcher musst du dementsprechend oft die Speichen nachziehen. Da nehmen wir jetzt Hahnwirts eigentlich so der Marktführer in Sachen Felgen ins Sortiment auf. Erstens kannst du in verschiedenen Farben für den Motorrad holen und zweitens macht es halt ein bisschen entspannter, was das Speichen nachziehen ist oder halt auch einfach, dass es, wie gesagt, wenn du halt Rennen fährst, dass du mal einen Ausfall vermeidest, weil es ist schon mal schnell, dass sich auch so ein Rad ausspeicht. Und wir wissen alle, wenn sich ein Rad ausspeicht, macht das garantiert nicht so viel Spaß. Verstanden. Ich finde das sehr geil. Also jetzt leuchtet mir auch ein, warum die Stellenbeschreibung dann eben so lautet. Wir suchen einen Cross-Einkäufer, am besten auch mit praktischer Erfahrung. Das muss einem ja auch erstmal einfallen, was es da so alles gibt. Es ist relativ lustig gewesen, dadurch, dass ich in meinen letzten oder meinen ganzen Jahren, wo ich Motocross gefahren bin, auch sehr viel mit Lieferanten zu tun hatte oder auch Herstellern, ist das jetzt einfach wie so ein Homecoming. Also viele Leute rufe ich an und sagen, oh ja, weißt du, früher und so, man hat da echt lustige Gespräche. Die ersten 10 Minuten werden über früher gesprochen und dann über die Sachen, was man jetzt eigentlich macht. Und dann sagst du, ach, übrigens, ich würde das auch einkaufen wollen. Genau, und dann ist das so, oh, Luis macht jetzt Motocross. Ich sage so, ja, wir steigen groß durch. Und dann so, oh ja, cool. Und das ist halt das, was jetzt aktuell echt mit am meisten Spaß macht, weil es einfach wie, wenn man zu Hause in ein Wohnzimmer kommt, ich weiß, was am Markt gut ankommt. Ich weiß, was ich selber gerne am Motorrad hätte. Und du weißt wahrscheinlich auch, was funktioniert. Genau, ich weiß, was funktioniert. Ich weiß, wo ich es herbekomme, welche Hersteller gut sind. Und dementsprechend hat die Kontakte von früher, dass ich einfach direkt mit denen sprechen kann, nicht lange mich vorstellen muss, sondern man kennt die Menschen halt einfach. Ne? Und das macht halt vieles leichter. Das ist mal sehr genial. Also den richtigen Mann erwischt. Und ich habe den richtigen Job gefunden. Das freut uns definitiv auch. Ich glaube, dass da draußen vielleicht jetzt einige in die Hände klatschen und sagen, na endlich, weil Luis, wir waren da nie stark. Ne? Und wie gesagt, wir hatten einen Helm, wir hatten irgendwie so ein, wie sagt man, Jersey. Jersey Pants waren immer angeboten. Und dann war es gut. Ne? Also mehr ging da nicht. Und die Acerbis Handschalen, an die kann ich mich noch erinnern, die haben wir seit Jahrzehnten im Sortiment und mehr war es nicht. Genau, das war eigentlich alles, was da war. Was war eigentlich das Schwierigste, als ich angekommen bin? Weil das war so, okay, wo fange ich an? Wie mache ich meine Priorisierung, dass ich sage, okay, das will ich zuerst haben?
Ist ja dann relativ schnell gefallen, wir brauchen erstmal Verschleißteile, weil das ist, was du am schnellsten brauchst, ne? Aber ja, dementsprechend war halt viel Arbeit zu tun, viele Kontakte herstellen, weil teilweise sind es ja auch andere Lieferanten, als wir auf der Straße halt nutzen. Aber das ist halt das, was wirklich halt jeden Tag so interessant macht dann. Ja, und ich sehe den Vorteil eben, du brauchst dich nirgends vorstellen. Also dann fällt der Name und dann sagen die, kenne ich. Genau, das ist echt entspannt gewesen. Auch wir waren ja mit Luis, ist jetzt sozusagen unsere Marketingkampagne auch gestartet. Da waren wir auch Mitte Dezember beim Supercross in Dortmund. Da waren wir auch als Sponsor da und haben das Event unterstützt. Mhm. Da sind wir dann auch selber hingegangen. Und da waren auch viele Teams, die man halt von früher kannte. Dann hat man mit denen gesprochen. Einfach cool, ne? Die ganze Ware wieder zu sehen. Und auch zu hören, wie das halt angenommen wird. Einfach jetzt, dass sich Luis als Marktführer eigentlich in Europa von der Straße her gesehen, sich jetzt halt im Motocross etablieren möchte, das öffnet ja auch ganz neue Türen. Wo wir vorhin meinten, okay, Motocross ist eine Randsportart, aber ohne große Firmen in den Sport kann ein Sport halt auch nicht wachsen. Keine Frage. Und natürlich ist es so, dass Luis oft... Und so sind wir auch erfolgreich geworden für die breite Masse im Endeffekt immer die Produkte hatte, ob das die Bekleidung war oder ob das dann eben die Verschleißteile und die Technik waren. Und jetzt, wie du sagst, ist es dann eher so eine Randsportart, die aber eben tatsächlich diesen Hype ist mit Sicherheit das falsche Wort. Aber du hast auch für uns eine sehr, sehr gute Begründung geliefert, warum sie einfach so im Fokus ist. Wahrscheinlich dieses Draußensein, Corona, alles, was da damals war. Und dann verbringt man halt Zeit an der frischen Luft. Und da ist das eine geniale Sportart, die aber auch nicht ganz günstig ist. Genau. Kommt natürlich dazu. Ich finde das klasse und was mir an Motocross und Achtung, ich bin das noch nie gefahren, na vielleicht mal ansatzweise, so eine PW80 hatte ich tatsächlich. Oh ja, eine PW80, ja. Für meinen Sohn und da passt auch ein Erwachsener drauf, also das geht schon, auch wenn die Knie dann an den Ohren sind. Aber das macht Laune und ich kann verstehen, wie einen das anfixt. Deswegen fahre ich sehr gerne mit meiner Maschine abseits der Straße, ich rede hier von Feldwegen und nichts anderen. Das gefällt mir und was mir an Motocross sehr, sehr gut gefällt, ist, wenn ich dann, das hat jetzt nicht mit Verschleißteilen, sondern eben mit Klamotten zu tun, wenn ich diese Klamotten angucke, das macht Spaß. Also das heißt, die sind bonbon bunt. Wenn ich das professionell fahren würde oder selbst hobbymäßig, ich würde, glaube ich, dieses Jahr das fahren, im nächsten Jahr wäre das langweilig, brauche ich was anderes. Ich glaube, darauf läuft es auch ein bisschen hinaus, ne? Genau, also man ist halt viel flexibler teilweise mit der Auswahl. Also so eine komplett Lederkombi ist ja um einiges teurer, als wenn ich sage, okay, ich kaufe mal ein Set Motocross-Klamotten. Ja, ja. Natürlich ist dann auch der Verschleiß anders, weil du bleibst mal hängen irgendwo, dann ist ein Loch drin und so. Und man kann sich ja schon ein bisschen austoben. Also von wie gesagt, eine ausgewählte oder interessante Stiefelkombi zum Rest vom Outfit oder mal nur die Handschuhe anders zum Rest vom Outfit. Also wie gesagt, da kann man sich wirklich bunt austoben und eigentlich ist auch nicht so, dass man denkt, oh, das kannst du nicht machen, sondern ist es halt einfach so, ne? Ganz im Gegenteil, du musst das machen, genau, wenn du rausstichst. Genau, ne? Genau. Genau. Und ich finde eben, wenn du dann, kannst du ja wahrscheinlich bestätigen, so einen Brustpanzer dann eben anhast mit einem Schnickschnack, dann hast du ja mit dem Jersey gewechselt gleich ein ganz anderes Outfit, weil du ja den Schutz hast du drunter und der Rest ist nur noch Optik. Genau. Also wie gesagt, so ein Jersey ist ja auch verhältnismäßig günstig, wenn du jetzt bei uns in die Filiale gehst und dir ein Jersey rausholst. Man hat ja eh meistens zwei Stück, weil wie gesagt, wir fahren auch mal, wenn es nass ist. Und dementsprechend hat man auch ein zweites dabei, dass wenn du dich doch mal in eine Pfütze legst, dass du dann nicht den ganzen Tag in nassen Klamotten rumläufst. Und da kannst du dich ja komplett bunt austoben. Wie ist denn das jetzt mal rein aus der Fahrpraxis heraus? Du hast gesagt, es regnet auch mal und dann ist es eklig. Und dann, du fährst ja mit Motocross-Brille. Hast du dann da so Abreißvisiere dran oder musst du zwischendurch mal tatsächlich irgendwie es schaffen, die Hand frei zu kriegen und mal drüber zu wischen? Ich fahre mit Abreißer meistens. Es gibt ja entweder ein Roll-Off-System, da hast du rechts und links an der Brille ein Kästchen dran. In einer Seite ist ein klarer Film drin und auf der anderen Seite wird es gesammelt. Das finde ich, okay, mittlerweile sind die besser entwickelt, dann ist der Film größer geworden. Früher war der Film ein bisschen schmal, deswegen hat man nur so ein ganz schmales Feld gehabt zum Sehen. Deswegen bin ich eher der Abreißer-Typ. Da gibt es dann ja auch normale oder halt Laminated Tee-Offs. Laminated heißt, das sind dann halt immer 10er-Packs zusammen, ganz mal, dass du halt mehrere aufeinander drauf machen kannst. Weil wenn du wirklich ein Rennen fährst mit Tee-Offs, dann brauchst du halt deine 25 Stück da drauf oder so. Boah, okay. Und dann, wenn jetzt halt dann die dicken, die normaleren wären, dann hätte es ja so eine Verspiegelung drin, dass du gar nicht mehr die Strecke siehst. Vielleicht bei manchen Situationen gar nicht so verkehrt, wenn man nicht so viel sieht. Ja, aber hier wird auch mal ein paar Meter Blindflug dabei sein, oder? Ja, natürlich. Wenn du gerade nicht dazu kommst. Genau, gerade Kurvenausgang, wenn du im Zweikampf bist und einer rausbeschleunigst und so eine komplette Sanddusche abbekommst, dann bist du wirklich komplett mal kurz blind. Ne? Man guckt dann auch gerne mal zur Seite oder auf den Boden. Deswegen hast du den Helmschirm dran beim Helm, um das mal runterzumachen. Genau, aber das...
ja, es sind ja nur kurze Sekunden dann immer, ne? Ja, aber gut, dass das dann eben ja ein Rennsport ist und eine abgesperrte Strecke, da kann ja sonst nicht großartig viel passieren. Das wäre auf der normalen Straße schon. Nee, natürlich, das würde gar nicht geil. Nee. Boah, hochinteressant finde ich. Und jetzt war ich gerade vor zwei Wochen ich war vor zwei Wochen lang in einer neuen Filiale, die haben wir neu eröffnet. Und da ist es nämlich dann auch so, dass ich das von Kunden selbst höre, dass da das Lechzen nach diesem Sport irgendwie da ist und dann guckt man in so eine neue Filiale und da ist das Motocross-Sortiment jetzt, wenn man die neu bestückt, nicht gleich riesengroß. Da steht hier mal ein Crosshelm, wobei wir da tatsächlich mittlerweile deutlich, deutlich mehr haben. Aber dann habe ich gesehen, wie sich da die Jugend auch extrem vor versammelt. Dann gucken sich die Helme an, die können gar nicht bunt genug sein. Und das Interesse ist da. Und das freut mich dann auch umso mehr. Und wenn wir dich jetzt eben haben, der dann da auch noch das Sortiment entsprechend aufstockt, dann passt das ja wie die Faust aufs Auge. Genau, also musst du sagen, zum Beispiel gerade Bekleidung waren in den letzten Jahren schon echt gut aufgestellt. Also die haben in den letzten zwei Jahren ja echt schon große Schritte in die richtige Richtung gemacht, weil sie dann halt Fox und Alpines da genommen haben und O'Neill. Die sind ein bisschen der Technik noch voraus, aber da holen wir jetzt auf, sodass wir jetzt wirklich sagen können, okay, wir sind da, wir sind jetzt auch bei verschiedenen Rennserien, auch bei einer Sachsen-Rennserie, Next Generation Series heißt die, mit am Start als Sponsor mit Luis und unterstützen halt auch ein bisschen so die Jugend, dass sie anfangen, Motorrad zu fahren damit. Gerade für die ist es halt auch schön, dann direkt einen Ansprechpartner zu haben, hey, wo finde ich das? Sie gehen ja auf die Internetseite drauf, dann gibt es ja coole, wie gesagt, wie wir gerade gesprochen haben, coole neue Kombos, dann können nach Ersatzteilen gucken. Mhm. So ist wirklich für jeden was dabei, ne? Das heißt aber auch, wenn du gerade gesagt hast, wir nehmen auch Ersatzteile für die Kindermotorräder mit auf und so weiter, dass unsere, wir haben ja so eine Bike-Datenbank, die muss ja dann auch entsprechend aufgestockt werden. Das ist ja auch nicht in zwei Minuten und mit dem Fingerschnippen passiert. Ne? Genau, das war halt auch die größte Aufgabe eigentlich vom Oktober an für das ADM. Die praktisch das Artikel-Datenmanagement, was für uns die Motorräder halt anliegt. Und da muss man echt sagen, die haben echt einen mega Job gemacht. Vor allen Dingen beim Motocross nehmen wir jedes Motorrad einzeln pro Baujahr auf, was wir auf der Straße ja nicht haben. Auf der Straße haben wir teilweise ja 16 bis 18 als gleiches Modell gelistet. Und beim Motocross haben wir jedes einzelne Modell von Jahr zu Jahr aufgenommen und dann halt über die Marken hinweg, da wurden hunderte von Motoren angelegt. Echt? Ist das so wichtig, weil die sich dann doch an irgendeiner Stelle unterscheiden, wo ein Bauteil dann doch ein anderes ist? Es ist eher so, auf der Straße bleiben die Motorräder auch vom Aussehen relativ gleich. Beim Motocross ist das okay, teilweise auch nur Graphic am Anfang. Mhm. Aber manchmal ist dann doch, dass der Bremshebel anders ist, ein ganz bisschen. Oder dass die Fußrastenaufnahme anders ist. Oder wie gesagt, der Bremsbelag hinten anders ist, weil eine andere Bremszange verbaut worden ist. Und deswegen ist es da halt schon wichtig gewesen, dass wir von Jahr zu Jahr das Motorrad aufnehmen. Bei den Kindermotoren ist jetzt, die kommen jetzt in den nächsten Monat, wenn die aufkommen. Die Produkte sind teilweise schon im Shop drin, aber halt nicht so verknüpft, dass man das hat, sondern man geht halt einfach auf den Bremsplug drauf und dann steht da, okay, die gibt es für die KTM 85. Ah, okay, okay. Aber das wird sich auch ab nächsten Monat halt ändern. Das ist, ich weiß, dass das eine Heidenaufgabe ist, also Respekt. Und sind das dann nur, ich nenne es jetzt mal Markenmotorräder. Ich kann mir ja vorstellen, gerade weil ich gesagt habe, der Sport ist ja auch teuer. Und auch das hatte ich mal für meinen Sohn. Das war dann eher so ein China-Teilchen, gefühlt wie aus dem Baumarkt. Das ist wahrscheinlich schwierig, sowas aufzunehmen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, wer da reinschnuppert und nicht gleich viel Geld ausgeben würde, wird wahrscheinlich auf so ein Fahrzeug vielleicht auch zurückgreifen. Dafür Teile wird wahrscheinlich schwieriger. Das wird eher schwieriger. Was halt da immer ist, also die Lenker passen ja trotzdem. Ja. Hebel teilweise ja auch, weil, sagen wir, da ist eine Brembo-Armatur dran oder von Magura eine Armatur. Das wird halt auch passen, aber ist jetzt nicht so, dass wir in die Datenbank aufnehmen werden von den Motorrädern. Ist halt eher so, dass man ein bisschen gucken muss, okay, das passt da, das passt nicht. Aber es wird nicht extra in der Datenbank angelegt. Aber klamottentechnisch sind sie auf jeden Fall in der Top bei uns aufgehoben. Das auf jeden Fall, genau. Aber das heißt, wir haben dann Marken drin wie Yamaha höchstwahrscheinlich. Genau, wir haben Yamaha, Kawasaki, KTM, Husqvarna, Gas-Gas, Beta und Sherco kommen jetzt noch nachgeschoben, weil die sind dann in der Enduro-Szene ein bisschen stärker gesehen. Ja, also wie gesagt, an sich, es gibt einfach so viele Motorräder, wir haben so viele schon angelegt und es gibt immer noch so viele, die man anlegen könnte. Ne? Also, da bin ich dann auch gespannt, wenn natürlich dann irgendwann die E-Bikes vielleicht auch noch mit dazu kommen, weil ich meine, Verschleißteile brauche ich da ja auch. Genau, genau. Das ist immer noch dasselbe. Also es ist ein großes Thema, aber auch da ist es ein bisschen einfacher für uns. Also gibt es ja auch einen deutschen Hersteller, Polborg. Die kommen ja aus dem Schwarzwald. Die kennt man privat auch. Und dann haben wir aus Schweden kommt Cake. Die stellen auch so
Elektromotorräder her. Die sind aktuell, ist das so ein Misch aus Fahrrad und Motorrad? Da, mit denen haben wir guten Kontakt auch schon. Und ja, natürlich das ganz neue Motorrad, was rauskommt, ist ja dieses Dark Future Motorrad aus Spanien. Spanien, Portugal? Ich glaube Spanien. Das ist ja aktuell so der größte Hype. Die kann man noch nicht kaufen, aber sie wird viel beworben im Internet. Ja. Aber wir sind dafür gewappnet. Also wenn das losgeht, sind wir am Start. Junge, das habe ich jetzt verstanden. Das bist du auf jeden Fall. Das finde ich schon mal richtig gut. Sehr, sehr genial. Sehr, sehr viele Infos. Und ja, das war natürlich jetzt auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Louis intern. Aber ich glaube, für die Motocross-Freaks da draußen, die jetzt hier zugeguckt haben, haben sie über dich eine ganze Menge erfahren. Und zweitens eben auch über die Produkte, die wir zukünftig im Sortiment haben werden. Und da muss ich wirklich sagen, da macht Louis echt einen riesen, riesen Satz nach vorn. Dank dir dann eben auch entsprechend. Danke erstmal dafür. Also ich muss sagen, es ist ja einfach alles was zusammen. Also aktuell, ich habe am Anfang selber nicht gedacht, dass wir so schnell so viel auf die Beine stellen können, weil wie gesagt auch das Marketing musste hinterherkommen, ja. Die Internetseite musste anders umgestaltet werden. Also es ist ja nicht nur so Produkte führen, sondern das ist ja wirklich, ja, dass jeder im Team daran arbeiten musste, dass das irgendwie funktioniert. Und das, was halt da in den letzten Monaten passiert ist, ist echt krass. Und das, was halt noch kommen wird, ne? Ja, und ich kann dann eben auch wieder sagen, also selbst meine Aufgabe wächst ja damit, weil die Filialmitarbeiter, gerade bei einer Neueröffnung, die dann sagen, du sag mal, was ist denn das hier? Was vorher kein Mensch gesehen hat, das muss ich da ja dann auch entsprechend erklären können. Aber ist witzig einerseits und andererseits möchte ich fast behaupten, jemand, der diesen Sport dann eben auch macht oder sich dafür interessiert, der weiß ja wahrscheinlich auch größtenteils, was er denn so braucht und was er haben möchte. Genau, das ist ein bisschen, ich würde mal sagen, es ist ein bisschen entspannter als auf der Straße. Erstens, sage ich mal, Leute, die Motocross fahren, sind halt leidenschaftliche Bastler auch. Okay. Ich würde mal sagen, weil vielleicht manche Motorräder im Verhältnis zum Straßenmotorrad auch nicht den gleichen Wert halt haben, an Geldwert haben, sind halt die vielleicht doch bei manchen Sachen ein bisschen technikaffiner oder man traut sich mal was auszuprobieren und sagt, okay, wenn es schief geht, ja, dann geht's halt schief, aber da geht die Welt nicht unter, weil halt wie gesagt auch kein TÜV vorhanden ist. Ja. Also man muss halt auf viele Sachen nicht achten, wo du halt wirklich eine Fachwerkstatt brauchst, weil kontrolliert, wenn du Rennen fährst, wird das bei der Abnahme kontrolliert und wenn es dann nicht gut ist, dann kriegst du keine Abnahme und darfst nicht starten. Aber bis dahin ist erstmal alles gut. Genau, und ich glaube, es wird natürlich schon wehtun, auch wenn das nagelneue Motorrad dann das erste Mal im Dreck liegt und die ersten Kratzer auf diesen Decals dann irgendwie drauf sind. Das kann ich mir schon vorstellen, aber wenn wir die jetzt auch tauschen können, mein Gott, dann kann man ja zur Not irgendwann mal sagen. Genau, Graphics können wir, die Plastics können wir komplett tauschen. Viel schlimmer ist das, wenn wir Reifen montieren. Wie gesagt, wir nehmen farbige Reifen im oder farbige Felgen im Sortiment auf und wenn du das erste Mal mit Montierhebel ein bisschen rüberkratzt, dann kullert da schon eine Träne. Deswegen lässt du es machen, oder? Nee, dafür haben wir jetzt auch heute mit dem Lieferant gesprochen, kommt Rabaconda mit ins Sortiment auf. Rabaconda ist so ein Reifenmontiersystem, was jeder für zu Hause haben kann, damit ist es um einiges entspannter, halt Reifen zu wechseln und man schont natürlich auch die Felge und Ja, ihr Cross-Fans da draußen, dann schaut euch doch mal bitte auf unserer Homepage ein kleines bisschen um, was wir im Cross-Sortiment alles aktuell anzubieten haben und natürlich dann auch in Zukunft, was Kai da zusätzlich einkauft und was es dann bei uns eben auch noch gibt. Es wird auf jeden Fall wachsen und einerseits sage ich vielen Dank, Kai, dass wir dich kennenlernen durften, also nicht nur ich, sondern wirklich wir alle da draußen, weil das meines Erachtens hochinteressant war und ihr dürft natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr vielleicht noch wissen wollt oder was ihr besonders genial fandet und vielleicht auch, was euch nicht so gefallen hat. Oder was ihr gerne noch hättet im Sortiment. Auch geil, unbedingt. Ne? Also wir haben ja hier einen Zuhörer, der auf eure Bedürfnisse auch eingehen möchte. Sehr, 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 sehr geil. Und gleichzeitig freue ich mich sehr, dich hier logischerweise nicht nur als Gesprächspartner, sondern auch als Kollegen begrüßen zu dürfen, weil ich das mal so richtig gut finde, dass wir hier einen Experten sitzen haben, der dann auch noch genau für diese Sparte das Sortiment mitbestimmt. Großartig. Und du hast jetzt gerade so viel erzählt und ja, ich habe Bock auf den Scheiß. Ja, ich würde auch sagen, also ist einfach cool von Anfang an bei der Journey dabei zu sein, wie sich alles entwickelt, alles mit aufzubauen. Ja, danke, dass ich dabei sein darf natürlich auch. Ne? Also wie gesagt, ist auch nicht selbstverständlich. Das haben andere entschieden. Ja, aber auch zumindest danke an die. Und ansonsten stelle ich dir jetzt trotzdem noch eine Frage und die soll dann überleiten, im besten Falle auf den nächsten Podcast, wo ich dann wahrscheinlich, das ist zumindest so ein bisschen das, was ich aktuell im Kopf habe, so ein bisschen von der Neueröffnung in Potsdam erzählen möchte, so Dinge, die mir aufgefallen sind und wo ich ein bisschen vom Leder ziehen werde. Kennst du einen Helmpolsterreiniger, also ein Produkt, was sich Helmpolsterreiniger nennt? Jetzt mit Namen direkt ein Helmpolsterreiniger? Oder? Nee, sondern ob du das Produkt selber kennst. Es gibt, ja, genau. Kennst du, ne? Ja. Gibt es von Dr. Wack zum Beispiel von 1900. Hast du so einen schon mal benutzt?
Sei ehrlich? Nee, ich meistens werfe es in die Waschmaschine. Das Helm-Innenleben. Genau, das Helm-Innenleben, ne? Aber zum Beispiel zwischen den Rennen wäre es nicht verkehrt oder von Samstag auf Sonntag, weil wenn man da ein bisschen Helmreiniger hätte, wäre es nicht verkehrt, den sauber zu machen, gerade wenn es staubig ist im Sommer dann immer. Wir haben das vorher nicht abgesprochen, das sind seine Worte. Und das andere, aber wenn du sie wäschst, also tatsächlich in die Waschmaschine schmeißt, wie oft passiert das? Nicht so oft. Also es wäre nicht verkehrt, einen Polsterreiniger zu benutzen, wäre wahrscheinlich definitiv hygienisch. Na gut, das reicht mir als Aussage komplett aus. Kai, vielen, vielen Dank. Und vielleicht hast du auch noch was zu sagen für die Jungs und Mädels da draußen. Ja, wie gesagt, also René hat eigentlich schon alles gesagt, guckt euch einfach die Motocross-Sache an, was es an Bekleidung und Technik gibt. Wie gesagt, es ist alles im Aufbau, wir wachsen eigentlich tagtäglich. Ja, und dann seid doch auch ein Teil von der Journey von Lewis im Motocross- und Offroad-Bereich. So machen wir das. Also, danke fürs Zuhören, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Danke, Kai. Vielen Dank. Ciao. Because the river